Hi, herzlich willkommen zur Aue Süd. Ich bin immer noch in meiner siebentägigen Volkskontrolle, weil manche Völker vor 7 Tagen hier noch Schwarmzeit hatten. Um es genau zu sagen, heute ist sogar Tag 8. Gestern habe ich nicht hinbekommen, ist aber nicht schlimm, weil wenn man in 7 Tagesrhythmen die Bienen auf Schwarmzellen durchguckt, dann kann man theoretisch auch auf Tag 9 Maximum gehen. Also 7, 8 und Tag 9 ist noch im Rahmen. Natürlich ist Tag 7 besser, weil sobald eine Zelle verdeckelt ist, also sobald eine Schwarmzelle verdeckelt ist, kann ja prinzipiell immer mal wieder ein Schwarm rauskommen. Muss man aufpassen. Das erste, was ich jetzt hier mache, wir gucken die Begattungskistchen durch und begradigen möglicherweise auch die Waben oder nehmen Bienenmasse raus oder bringen Bienenmasse rein, je nachdem, was eben notwendig ist für so ein kleines Mini-Völk. Auch dazu dient der Wabenständer hier. Also da muss ich auf jeden Fall schon mal hier die Wabe etwas kleiner drücken. Die ist zu dick geworden. Eine Dickwabe. Und die ist auch ausgebeult. Brut haben wir auf jeden Fall schon mal drauf, das ist gut. Hier ist auch eine Zelle geschlüpft, das ist auch gut. Die sehe ich hier unten. Da war eine weiße Zelle drauf. Ich denke nicht, dass die Königin schon begattet ist, weil die ist da erst ganz jung rausgekommen. Hier machen wir jetzt lediglich eine ganz kleine Wabenkorrektur. Und alles, was hier so überdimensional von der Biene breit gemacht worden ist, das drücke ich jetzt wieder platt, damit wir weiterhin in dem System auch gut arbeiten können. Schon mal gut aus, das war's. Ja, hier noch mal rein. Also Larven, Eier sind hier noch nirgends drin. Das heißt tatsächlich unbegattete Königin. Und die Wabe hier müssen wir mal richtig runterdrücken. Weil da haben sie mal richtig viel Honig reingesteckt. Und sie haben den Oberträger überzogen. Und das wird früher oder später zu Problemen führen. Deswegen werden wir da jetzt gleich das ganze Wachs auf der vertikalen Ebene komplett runterschaben. Ne? Hat es gerade gehängt im Holz. Komm schon. Und runter. Das da fangen wir auf und essen das einfach mal. Sobald der Stockmeißel klebt, muss der gleich mit Wasser abgespült werden. 2020 Karniger Hybrid, Weiß 90, eine Altkönigin, die ich hier rausnehmen möchte. Deswegen überspringe ich jetzt erstmal das Volk. Das werde ich heute Nachmittag bearbeiten. Ich brauche nämlich
in anderen Begattungskisten die Altkönigin. Die sollen dann nochmal eine Serie legen. Und jedes Mal, wenn ich dann aus so einer Begattungskiste so eine Altkönigin wieder rausnehme, dann hinterlasst ja dieses Mini-Volk wieder eine Nachschaffungszelle. Und so kann ich auch die Altkönigin, die sehr gut sind, nochmal die ganze Saison über vermehren. Ich nehme jetzt nur ein bisschen Arbeit vorweg. Aber die richtige Durchsicht mache ich später. Hier, das könnte eine weißellose Kiste sein. Zumindest habe ich da jetzt nichts auf der Stockkarte gesehen. Und das sieht übel aus, weil hier in den Drohnenzellen sehe ich tatsächlich schon Bienen Eier legen. Das ist gefährlich. Weil wenn ich da jetzt eine Königin zustecke, dann kann mir das passieren, dass die Bienen ihre Königin killen. Das heißt, dieses Bienenvolk muss ich jetzt erstmal mit junger Brut verpflegen. Auf jeden Fall mal weißellos. Das ist schon mal 100% sicher. Ja, hier sind auch hin und wieder sehr deplatziert Eier reingelegt worden. Und wenn da so deplatziert Eier drin hängen, dann machen das die Bienen, nicht die Königin. Sieht nicht gut aus. In allen Fällen korrigiere ich jetzt die Wabe. Und dann merken wir uns dieses Volk vor, um dort Brutwaben reinzubringen. Habe ich gerade eine Biene im T-Shirt hinten. Das mag ich nicht. Die holen wir erstmal raus. Krabbelt mir dann Rücken lang. Raus mit dir. Ist jetzt draußen. Dann krabbelt sie hier noch. Ne, sie ist draußen. 2020, Grün 50, Altkönigin drin. Aber das Bienenvolk ist noch lange nicht ready, um die Königin hier rauszunehmen, weil es einfach noch zu klein ist. Aber ihr seht, die Waben sind hier eine Vollkatastrophe. Deswegen machen wir die hier auch sauber. Und man sieht auf einen Blick, dass wir hier einfach viel zu wenig Bienenmasse drin haben. Das heißt, auch bei dem Volk ist mein Job, Bienenmasse reinzubringen. Durch entweder Bienen an sich oder eben Brut rein. Und in dem Fall ist Brut reingeben die bessere Alternative, als Bienen reinzukippen. Und auch hier haben sie wieder über das Rähmchen drüber gebaut. Und sowas muss definitiv weg, sonst, wie gesagt, wird es schlimmer. Der Seite können wir auch mal kurz abschleifen. Da haben sie auch überzogen. Und das war's schon bei dem Völkchen. Königin haben wir ja alle gesehen, die ist auf jeden Fall da. Oberträger wieder rein. Klappe zu. Diese Königin bleibt auf jeden Fall drin und wir müssen nur Bienenmasse reinbringen. Das haben wir hier. Das könnte ein weißelloses Volk sein, weil die Königin habe ich hier offensichtlich rausgeholt. Ah, hier erstmal Wachs wegmachen. Und wenn Honig klebt, dann auch sofort Honig wegmachen.
Also hier wurde massiv verklebt. Da kann man erstmal richtig aufräumen da drin. Kriegt man kaum raus. Komm schon, geh hoch. Ja, habe ich mir gedacht, dass sie an der Seite angebaut haben. Deswegen ging das jetzt gerade so schwer auch raus. Larven sind da. Aber Eier sehe ich noch keine. Also hier machen wir es uns jetzt einfach und nehmen halt erstmal ein paar Rähmchen komplett raus. Hier sind auch ohne Ende Larven drin und keine Eier. Also drei Waben hier raushängen macht Sinn, um flüssig durchzuarbeiten. Und jetzt wissen wir auch mit Sicherheit, es ist Weißel los, weil wir sehen an der Seite die Nachschaffungszellen wieder. So, und jetzt sind wir erstmal hier am Kern von der Arbeit dran, weil die Bienen haben halt hier Wildbau gemacht. Das passiert ganz selten auch im Topbar-System, auch mit freihängenden Waben. Und wenn euch das passiert, dann muss man lediglich nur wissen, wie man damit umgeht. Das seht ihr hier, was ich da mache. Wenn man die alle wieder wegbekommt, diese Brücken. Und auch hier gilt immer, Achtung Stockmeißel. Sobald er verklebt, wird eure Arbeit nicht mehr funktionabel sein. Hier nochmal eine Klebewabe. Mann, die haben echt gebastelt hier drin. Ich habe immer noch eine Biene und ein T-Shirt. Kann die jetzt mal wieder rausgehen? Mag ich nicht Bienen bei mir drin. Gut, die Seiten haben wir jetzt schon fertig. Bruchkanten an der Seite müssen wir mit dem Finger glatt ziehen, sonst baut es euch die Biene gleich wieder an die Seitenteile dran. Schwarmzellen müssen jetzt gebrochen werden. Beziehungsweise die Nachschaffungszellen werden gebrochen. Wir wollen da ja nachher entweder eine Zelle reinsetzen oder eine Wabe mit Schwarmzellen drauf von irgendeinem schönen Wirtschaftsvolk. Nächste Wabe. Sag mal, heute bin ich ein Trottel. Und aus der Hand geflutscht. Und warum? Weil ich selbst einen Fehler gemacht habe. Weil meine Hände waren gerade etwas schmierig nach Honig. Und das ist halt auch ein No-Go in der Imkerei. Deswegen hat man halt den Wassereimer auch dabei. Weil sobald ihr schmierige Hände habt, schmieriges Werkzeug, funktioniert einfach in der Bienenhaltung gar nichts mehr. Und man muss da wirklich immer sauber und clean hingehen. Sonst flatschen euch halt mal die Waben runter. Und ja, immer wenn eine Wabe runterfliegt, ist das natürlich überhaupt nicht gut, weil das zermatscht halt auch eure lieben Bienen. Und da hätte ich halt jetzt in der Sekunde einfach nur vorsichtiger sein müssen.
ich lasse den Fehler jetzt hier trotzdem auf Band drauf, weil Fehler passieren nun mal, auch mir. Okay, nächste Wabe. Hier machen wir einen kleinen Schnitt, weil das wäre einfach zu viel, um es reinzudrücken. Das da hier nehmen wir raus, was auch zu groß ist. Dann haben wir hier auf der Seite jede Menge Abriss. Das sind diese Kanten, wo ich gerade eben meinte, wo man dann mit dem Finger wieder abrunden sollte, damit die Bienen nicht auf die Idee kommen, das wieder anzupacken. Wenn Bruchstellen vom Honig nicht abgerundet werden, dann könnt ihr 100% sicher sein, dass die Tiere das auch wieder hier voll pappen an die Wände. Auch sowas hier, so ein Gekrissel an der Seite, sollte man entfernen, sonst wird es schlimmer. Und hier auf der Seite haben sie auch massiv einen Steg gebaut. Jetzt machen wir den auch weg. Okay, zu meiner Orientierung. Altkönigin, Jungkönigin nicht begattet, weißellos, Altkönigin drin, braucht Brut, weißellos, was haben wir hier noch auf der Seite? Nochmal eine Altkönigin, eine ausgesprochen gute Königin. Legt Eier, ist aber noch lang nicht so weit, dass wir die Königin hier umsetzen können. Das Volk ist einfach noch zu klein. Da könnte man jetzt auf jeden Fall Abhilfe schaffen, indem ich auch hier schlupfreife Brut dem Volk gebe. Und die Tiere könnten hier eine Honigwabe gebrauchen. Also die haben jetzt nicht gerade viel Honig drin, für meinen Geschmack sogar zu wenig, viel zu wenig. Und da war doch gerade hier dieses weißellose Volk mit dieser fetten Wabe hier an Honig. Dann macht die Wabe hier ja eigentlich mehr Sinn. Wenn wir diese Wabe... Soße was vergessen abzurunden. Wir geben diese volle Futterwabe diesem Volk hier.
und diese Wabe, mal gucken wegen der Königin, genau die muss bleiben. Weil hier Eier und Larven drauf sind und wir wollen jetzt dem weißlosen Volk nicht die Eier und Larven geben, sondern eine kleinere Wabe. Diese hier. Machen wir hier wieder zu. Hier sind wir auch fertig mit dem Volk. Honig haben sie jetzt wieder drin und jetzt können die erstmal wieder weitermachen und eine Brutwabe, wie gesagt, wäre auch nicht übel bei dem Volk, kann man aber auch so lassen. Es hängt ein bisschen von ab, wie ihr halt schnell sein wollt. Wenn es schnell gehen muss, dann müsst ihr Brut reingeben. Wenn ihr für die Bienen noch ein bisschen Luft habt, dann kann man es auch erstmal so lassen, wie es ist. Gut, dann sind wir fürs Erste mit dem Königin-Home-Hive erstmal durch. Und jetzt habe ich noch einen Termin in Wolfer 2er. Das heißt, wir machen jetzt hier kurz dicht. Und wenn ich von Wolfer 2er fertig bin, komme ich hier wieder an das Grundstück her, weil hier muss man ja noch die ganzen Bienenvölker durcharbeiten. Also ich sage mal, bis gleich.